It's all about humanity. Moin moin Freunde und willkommen beim nächsten Let's Play. Ich bin jetzt ein bisschen genesen wieder und ja, mir geht's wieder soweit gut. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein Zodiac-Schwert auf plus 8. Und zwar, das ist das Schwert von meinem Kollegen hier. Der kriegt das Ding einfach nicht auf 8 bzw. auf 9. Der hat einfach Riesenprobleme, der hat da schon hunderte Wonnen gefühlt reingebuttert. Aber jetzt versuche ich das Ding endlich mal auf 8. Das ist schon so oft oben gewesen. Mal schauen, ob es jetzt klappt. 3, 2, 1 und wir haben es wieder fehlgeschlagen. Also das Ding ist wirklich verflucht. Tut mir leid, Bro. Schade drum. Naja, die blöden Quillinschuhe haben mich jetzt schon seit längerer Zeit angelacht. Jetzt ist es mal Zeit, die auf plus 9 zu probieren. Schmiedehandbücher haben wir ja eigentlich noch genug am Start. Mal schauen, ob das Ganze wunderbar funktioniert. Dann machen wir nochmal ein bisschen von Profit hier. Und ich würde sagen, lass uns nicht weiter lange hier um den heißen Brei reden. Wir haben das Ding in 3, 2, 1 und oh, wir machen sie sogar plus 9. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber wir haben ein bisschen Profit gemacht. Freut mich, dass die Dinger hochgegangen sind. Somit können wir die Dinger einfach mal für 35 in den Shop stellen oder so. Und nun kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Und zwar werden wir ein neues kleines Projekt starten. Und zwar machen wir uns jetzt ein Sura ready. Weil ich noch einen zweiten Farmchar haben möchte für später Johara, möchte ich das Ganze ein bisschen langfristiger gestalten. Und zwar möchte ich den Char nicht so weit pushen, wie es geht, sondern wir werden das ganz nach und nach alles zusammen aufarbeiten. Das bedeutet also ein komplett von null Projekt hier. Wir werden da höchstens nur ein paar DR-Gutscheine rüberhandeln im Sinne für Doppeljob oder sonstiges. Also ein bisschen ES-Push halt, das war's. Ansonsten gibt es hier keinen Push, also nur Doppeljob. Und dann habe ich nicht mehr geplant und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Und der Sura wird natürlich ein Waffensura als Hinweis. Und ja, im Nachhinein soll er dann für mich einige Sachen farmen auf Johara. Aber das dauert natürlich dementsprechend. Ich werde mir da auch Zeit lassen. Aber dazu gibt es natürlich jetzt wieder viel Content, weil anfangs kann man natürlich wieder viel drüber reden und viel zeigen und so weiter. Dementsprechend werdet ihr mehr jetzt von dem Sura sehen. Und ich hoffe, das gefällt euch, dass ihr dementsprechend dann auch wieder mehr seht, was ich halt so mache und wie ich halt durchstarte. Aber erstmal kommt der Char natürlich in unsere Gilde. 150 DR gebe ich mir jetzt hier erstmal ganz entspannt rüber. Und dafür werde ich mir jetzt erstmal ein Reittier holen und 30 Tage Doppeljob. Dass ihr Bescheid wisst, dass ich mir die rübergepackt habe. Jetzt zeige ich euch gerade einfach mal, was ich wirklich jeden Tag machen muss. Also mein Char geht jeden Tag aus dem mysteriösen Dungeon raus. Und ich muss jeden Tag die ganzen Waffen auf meine Verkaufschars legen. Weil jeden Tag die Shops nachfüllen muss. Weil das jeden Tag so viel Spaß macht. Jetzt ist gut. Ja, jeden Tag droppe ich hier halt sehr viele Waffen plus 7 und die verkaufe ich halt auch dementsprechend sehr gut. Das ist viel Geld, was ich da immer raushole. Ich hole auch immer sehr viele schimmernde Muscheln raus. In dem Fall waren es 142 diesmal, 70 davon habe ich gerade schon geöffnet und habe eine weiße Perle sogar gekriegt. Sehr nice. Aber das habe ich jetzt dementsprechend nicht aufgenommen, weil ich jetzt schon so viele Aufnahmen mit schimmernden Muscheln gemacht habe und so weiter. Deswegen einfach mal die Frage an euch, wollt ihr weiter solche Aufnahmen haben oder wollt ihr sowas halt einfach nicht mehr sehen, weil es wiederholt sich halt jedes Mal auch schon permanent. Deswegen einfach mal die Frage an euch, wollt ihr dann solche Aufnahmen, dass ich halt jeden Tag diese schimmernden Muscheln aufmache? Also ich mache sie so oder so jeden Tag auf, aber wollt ihr diese sehen oder nicht? Schreibt das gerne einfach mal in die Kommentare, dann zeige ich euch das Ganze. Also hier seht ihr auch HMKs plus 7, die Gifties nehme ich schon gar nicht mehr mit, weil umgerechnet kriege ich die Gifties kaum für 5kk noch verkauft und die ganzen anderen Waffen wenigstens für 10. Und deswegen nehme ich bei 2 Slots Waffen wenigstens noch sowas wie Stichschwerter plus 6 oder Dämonenklingen plus 7 mit. Das lohnt sich dann schon ein bisschen mehr, meiner Meinung nach. Deswegen nehme ich die dann doch lieber mit. Nur als kleine Info, dann seht ihr einfach mal, was ich so droppe permanent jeden Tag. Dieses jeden Tag, nee, ihr werdet mich verfluchen. Was ich euch auch noch zeigen wollte, hier seht ihr zum Beispiel unten rechts gerade, ich habe 50 Wonnen und 133 KK hier auf dem Char liegen. Diese 50 Wonnen sind jetzt exakt einen Monat circa gespart worden von mir. Das sind reine Einnahmen von solchen Sachen wie hier in dem Shop, die ich im mysteriösen Dungeon gedroppt habe. Also einen Monat, da seht ihr mal, wie viel Wonnen ich alleine damit mache, mit nur den ganzen Kleinkram hier aufheben und permanent zu verkaufen. Also da kommt schon einiges zusammen, wenn ich jeden Tag so 2, 3 Inventarseiten von raus mitnehme und dementsprechend dann weiterverkaufe. Ich habe mittlerweile so viele Chars voll, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme, den ganzen Stuff zu verkaufen. Aber trotzdem ist das halt geil, dass Kleinkram so ein Ausmaß annehmen kann. Und wie gesagt, einen Monat habe ich jetzt circa gesammelt und ich habe hier mehr als 51 Won eingenommen. Und damit bin ich mehr zufrieden. So sehen die anderen Chars übrigens auch aus, also relativ identisch. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur auf den Char das Won drauf liegen lassen. Aber von der Verkaufsstruktur her läuft das bei den anderen 5 Chars hier auf dem Account genauso.
Also kann man grob sagen, dass ich mit Kleinkram Minimum 200 Won eingenommen habe diesen Monat, was eine sehr große Ausmaße ist. Und bei meinem Main-Shop, da läuft es ein bisschen anders. Dort habe ich die ganzen größeren Sachen drin, also wirklich die besseren Fragmente oder halt die schimmernden Muscheln, die schimmernden weißen Perlen, die ich halt nebenbei noch draus ziehe mit den Muscheln, die ich öffne. Weil jeden Tag packe ich 70 Muscheln im Shop, die ich definitiv verkaufe. Und halt dann die restlichen öffne ich jeden Tag und ich habe... Boah, nee, Leute, tut mir leid, dass ich jeden Tag so oft wiederhole. Auf jeden Fall, hier seht ihr dann einmal kurz den ganzen Loot, den ich sonst so habe. Damit hätte wohl niemand gerechnet. Und zwar machen wir einfach mal ein Random Giveaway mitten im Video. Und zwar verlose ich zweimal 200 Modis. Also zwei Leute können gewinnen. Was ihr tun müsst, ist wieder ein Like da lassen oder einen Kommentar schreiben, beziehungsweise unter einen Kommentar schreiben, damit ich euch suchen und filtern kann. Und ansonsten wünsche ich Ihnen wieder viel Glück beim Giveaway und würde sagen, lasst uns loslegen wieder mit dem Video. Und ja, noch zum Giveaway vom letzten Video, also vom letzten Let's Play. Das kommt am Ende des Videos, also da könnt ihr dann auch dran gespannt sein, wer das Ding gewonnen hat. Mein Main ist jetzt wieder komplett blank, also den habe ich gerade wieder komplett geleitet. Es dauert bei mir meistens immer so grob 20 Minuten, bis ich alles wieder vorbereitet habe, alle Stacks wieder vereinzelt habe, weil sonst decken sie sich auf der ersten oder zweiten Seite, was immer ziemlich ärgerlich und halt Platz wegnimmt über die Nacht, wenn ich den laufen lasse. Aber jetzt ist alles fertig, dann nehme ich mal die Schriftrolle des Ortes, porte mich immer geschmeidig schön vor dem Ort hier. Natürlich jedes Mal nicht vergessen, hier die Schriftrolle des Ortes neu zu setzen, dass ich halt wieder dahin kann. Sonst wäre es ziemlich ärgerlich, weil ich den ganzen Weg wieder hinlaufen darf. Und dann gehen wir in den mysteriösen Dungeon rein. Dafür brauchen wir immer das mysteriöse Ticket, was ich mir meistens kaufe. 500 DR, 20 Stück oder in der Blitzauktion 20 Stück für 350 im Schnitt. Das ist halt auch noch okay, aber naja, was will man sonst machen? 20 Stück habe ich jetzt noch schön hier. Und bevor ich jetzt hier meistens immer durchlaufe, mache ich immer direkt schon die Alt hier an, weil es ist schon oft genug passiert, dass während ich auf dem Weg zu meinem Raum bin, dass ich irgendwie, wenn ich da bin, dann vergesse ich die Alt hier anzumachen, dies, das, tralala, und dann stehe ich da doof und dann sterbe ich erstmal, was immer ziemlich ärgerlich ist. Und das will einfach keiner. Dementsprechend immer schön brav die Alt direkt am Anfang anmachen, dann passiert das nicht oder mir passiert das nicht, weil ich weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Es ist mir locker schon 10, 20 Mal passiert und ich ärgere mich jedes Mal, wenn es passiert. Deswegen einfach die Alt direkt anmachen. Und wir sind ja gleich down. Ich nutze mal wieder keinen Kampf von Pferderücken, obwohl ich es habe. Und ja, den Weg kenne ich mittlerweile schon in- und auswendig zu meinem Raum und dann geht's auch wieder ab. Channel 1 sollte eigentlich auch nicht belegt sein, dementsprechend kann ich einfach weiterleveln. Yo, so sieht's auch aus, hier ist mein Raum oder doch, da liegt jemand auf dem Boden, ich wechsle CH. Dann geht's weiter hier mit Leveln und ja, Freunde, ich hoffe, der Weg war mal auch interessant zu sehen, was halt auch mal so passiert, während ich rausgehe aus dem mysteriösen Dungeon oder halt... Was das Ganze außenrum, was ich jeden Tag machen muss, das habt ihr jetzt halt auch einmal gesehen. Und ja, vielleicht war es für den einen oder anderen dementsprechend auch mal interessant. Und wir gehen gleich nochmal ganz kurz das Grotten-EQ durch, würde ich sagen. Aber erstmal gehe ich Channel 4 rein. Ja, der Char läuft jetzt ganz geschmeidig. Jetzt gehe ich nochmal kurz mit euch das Grotten-EQ von mir durch und ich fange an mit dem Kostüm. Ich habe einfach nur ein Waffenskin mit 10 Halbmenschen, 5 Grit. Das erreicht mir voll und ganz. Eine Friese mit 10 Halbmenschen, 15 Magie. Magie spielt hier übrigens keine Rolle. Also diesen Boni braucht ihr nicht besitzen, sondern der ist einfach nur für meinen 42er PvPler. Da ich ein bisschen Magie-Dev bei ihm auch habe, deswegen habe ich mir den hier besorgt und nehme den ab und zu mit. Einfach ein 2k TP, 10 TP Akossi. Mehr brauche ich hier nicht irgendwie AW oder sonstig. Ich mache genug Damage mit 32k, 33k. Da brauche ich einfach nicht mehr mein Königsband, das kennt ihr eigentlich noch so weit. Mein Aura-Gewand ist mittlerweile 223, da bin ich ja fleißig dran. Feuerruhen werden genug in der Gilde gefarmt, die kaufe ich jedes Mal ab. Mein Schlangenschwert hat 10 Halbmenschen, 5 Gift, 3 Crit, 4 Wit. Und 40 AWM, 6, 7, 18 Eis. Kennt ihr auch so weit wie in den Mixtapes? Also da macht euch mal keine Gedanken. Mal schauen, wann das Ding hochgeht. Und Furchtmaske einfach 10 Halbmenschen. Ja, ein bisschen Blut, ein bisschen TP-Rek. 6, 7 AW drin. Meinen Schlangenmantel kennt ihr auch so weit mit Kraft des Eises. 5 Sekunden und 4 Blut. Mein Titani, mein absolutes Lieblings-IQ-Teil von mir. Ich liebe dieses Teil. Die 6, 7, die sind so gut zugeschnitten zu dem Titani. Das ist so geil. Ich bin damit mehr als zufrieden, also Halbmenschen blocken ist mit das Wichtigste, also 6, 7 ist jetzt nicht unbedingt das Muss, aber 10 Halbmenschen, 15 blocken empfehle ich euch auf jeden Fall hier. Mein Armband hatte deutlich Verbesserungspotenzial, was die ersten 5 Bonis angeht, aber es reicht vollkommen aus. Am besten wirklich eine HTA mit TPA, 10 Halbmenschen und ein bisschen mehr TP, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Granatohrringe einfach mit 10 Halbmenschen und 35 AW. 6, 7 ist immer nur Zusatz, denkt dran, also es ist nicht Pflicht hier irgendwie 6, 7 zu besitzen, also... Achtet da einfach drauf, wenn ihr es habt, ist super, wenn nicht, dann nicht.
Eine Nacht jede Kette, damit ich halt auch ein bisschen Prezi decke. 6-7 ist halt dementsprechend hier nicht so besonders gut. Da wäre mir AW auch lieber. Aber es ist halt so, 2k10 Crit mehr brauche ich dann halt in dem Sinne auch nicht. Quilin 2k10 Crit mit AW, Singgürtel 9, mein Handschuh hat 12 Prezi, 10 TPA. Ein bisschen Widerstand Halbmenschen, der Boni wäre auch noch sehr praktisch, wenn ich davon 10 hätte. Dann könnte ich nochmal deutlich entspannter hier stehen, aber habe ich halt nicht. Damit muss ich mich zufrieden geben. Mein Eistal, die plus 6 mit 2x Widerstand 25 und 4 Def und 4 CAW. Reicht auch vollkommen aus und im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon. Meine extra IT kennt ihr ja soweit schon, dann zeige ich euch noch hier kurz die Werte. Und zwar habe ich 73 Halbmenschen hier, 3 Widerstand Halbmenschen, TPA sollte voll sein, 46 Crit, 40 FKS Widerstand. Dann, ich suche noch ganz kurz den anderen Mist. Wo haben wir den? Wo haben wir Blocken? Da Lebensraub, also 50 TPA haben wir auch. 12 TP wiederherstellen vom Jade. Und 89 Blocken haben wir derzeit. Was okay ist, also wie ihr schon seht, Pfeil ist mir nicht wichtig. Das ignoriere ich hier komplett in der Kammer, weil hier einfach, ja, ein, zwei Fernis drin stehen und das war's. Also, falls ihr wissen wollt, wo ich stehe, hier seht ihr da jetzt oben auf der Karte relativ mittig. Meiner Meinung nach einer der besten Räume zum Leveln. Viele leveln auch unten links und so oder in der Schaufelkammer, aber ich habe mehrere Räume getestet und für mich ist persönlich dieser Raum hier am besten, deswegen level ich hier als Mentalo. Ansonsten, ja, das zu dem Thema EQ und so weiter, falls es euch interessiert hat, wisst ihr jetzt halt auch, was ich hier verwende, um hier gut zu stehen. Dann schauen wir mal, wer das letzte Giveaway gewonnen hat, dann gucken wir mal nach den ersten Gewinner. Der erste Gewinner von den drei Wonnen ist LWP. Nehmen wir erstmal den Link für den Kanal. Der zweite Gewinner ist Tobi Play. Auch den Link nehmen wir raus. Und der letzte Gewinner vom 3-1-Giveaway ist Gib mir Chicken. Ihr drei, schreibt bitte einen YouTube-Kommentar, schreibt mir dann ebenfalls in Discord. Und dann klären wir das Ganze und ihr kriegt eure 3-1. Alles klar, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, fürs Giveaway lasst wieder ein Like und Kommi da, dann geht's wieder ab und ihr habt wieder die Chance zu gewinnen. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Euer Simply. Ciao, Freunde.